Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute die zwei, zunächst mit dicker Nadel und dickem Garn. Dafür 21 Luftmaschen anschlagen. Zehn. Zwanzig, 21. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und die ersten vier Luftmaschen mit festen Maschen behäkeln. Die folgenden vier Maschen im Zusammenhang bearbeiten, in die erste Masche einstechen und den Faden holen und durchziehen. Die zweite Masche übergehen, in die dritte einstechen und den Faden holen und in die vierte ebenfalls. Dann alle vier Schlingen zusammen abmaschen. In die folgenden fünf Luftmaschen jeweils eine feste Masche. 2, 3, 4, 5. Nun in die folgende zwei feste Maschen, dann wieder eine, wieder zwei, wieder eine. Zwei, wieder eine und nochmals zwei und enden mit einer. Den Faden abschneiden und durchziehen. Und fertig ist die 2. Die zeige ich nun noch mit dünnerer Nadel und dünnerem Garn. Da schlage ich wieder 21 Luftmaschen an. Wende mit einer zusätzlichen Luftmasche und behäkle die ersten vier Maschen mit festen Maschen. Die folgenden vier Maschen wieder zusammen abhäkeln, in die erste einstechen, die zweite übergehen, in die dritte und in die vierte einstechen und alle vier Luftmaschen zusammen abmaschen. Die folgenden fünf Luftmaschen mit jeweils einer festen Masche behäkeln. Und nun abwechselnd stets einmal zwei feste Maschen und einmal eine feste Masche arbeiten bis zum Schluss. Zwei, eine. Zwei, eine. Zwei, eine.
und eine. So, fertig ist die 2. Ich wünsche euch viel Spaß damit.